Wenn du ein Mann bist, der Frauen mag, vielleicht auch schon das ein oder andere Mal verliebt war, aber deine Hoffnungen und Wünsche mit ihr haben sich nie bewahrheitet, dann liegt das in 95% der Fällen an einem Zustand, den wir emotionale Abhängigkeit nennen. Wenn du auf eine Antwort von ihr wartest, wenn du nicht weißt, was du ihr sagen sollst, weil du es nicht vermasseln willst, wenn du dir nicht sicher bist, ob sie dich mag und dich deswegen selber zensierst. Und wie jedermann kennen wir diesen Zustand nur zu gut. In den nächsten Minuten bekommst du den vielleicht wichtigsten Hinweis, der dich in Bezug auf Frauen endlich retten wird. Die eine Sache, die du niemals tun solltest, da jede Frau das folgende Verhalten in Wahrheit abstoßend findet. Wir alle wünschen uns eine Person, mit der wir alles teilen können, der wir uns öffnen können, gemeinsam durch dick und dünn gehen können und vertrauen dürfen. Aber neben Anziehung zwischen dir und ihr muss noch etwas anderes bestehen, nämlich eine tiefe Verbindung. Aber wie entsteht eine echte Verbindung, wenn zwischen euch beiden vorher noch nicht mal Anziehung existiert? Das Problem, das ich in vielen Teilnehmern bei mir im Coaching sehe, ist, dass Männer, die schüchtern, zuverlässig und ehrlich sind, denken, dass sie durch ein Kompliment die Aufmerksamkeit der Frau bekommen, in der Hoffnung, dass sie sich so eine Chance bei ihr erkaufen können. Das Problem ist, ein Kompliment oder ein freundlicher Kommentar in einer sonst relativ wenig spannenden Unterhaltung bewirkt bei ihr nicht, dass sie dich mehr mag, sondern genau das Gegenteil. Und das liegt an einer Sache. Wenn wir ihr ein Kompliment geben, dann tun wir das meistens mit dem Hintergedanken, dass wir eine Reaktion bekommen, dass wir zumindest irgendetwas zurückbekommen. Es sollte irgendeine Wirkung haben, was auch immer diese Wirkung ist, dass sie sich freut, dass sie sich bedankt, dass sie dich als potenziellen Partner wahrnimmt und dann einen Schritt auf dich zugeht und so weiter. Sie weiß das. Sie weiß, dass du etwas von ihr erwartest. Aber was ist, wenn wir ihr zeigen, dass wir rein gar nichts zurückerwarten? Ich meine, wenn wir wirklich lieben, aus vollem Herzen, ehrlich und ohne etwas zurückzuerwarten, lieben, wenn wir zu dieser gutmütigen Liebe fähig sind, dann sollten wir doch auch dazu fähig sein, ein Kompliment zu geben, ohne dort etwas zurückzuerwarten. Stimmt's? Aber wie sollen wir ihr das kommunizieren? Dass wir ihr nicht nur sagen können, du siehst irgendwie heute noch attraktiver aus als sonst. Stopp, das reicht nicht. Sie hat, wie jeder Mensch, einen natürlichen Schutzschild gegenüber jedem, der ihr etwas sagt, um etwas zurückzubekommen. Das hast du genauso, das habe ich genauso. Wir merken das, wenn jemand etwas zurückerwartet und nur deswegen zu dir kommt. Und nach jahrelanger Pestilenz von Kerlen, die diese Hintergedanken haben, ohne wirklich ehrlich mit dir zu sein, hat sie da mittlerweile einfach einen viel besser ausgeprägteren siebten Sinn für solche Kerle und für solche Momente. Um ihr zu zeigen, dass wir rein gar nichts zurückerwarten, ist es deswegen wichtig, dass wir unabhängig kommunizieren. Und wie kommunizierst du ein Kompliment unabhängig? Indem du direkt danach das Thema wechselst. Irgendwie siehst du heute noch sexier aus als sonst. Was hast du denn gemacht? Oh, ich glaube, mein Magen knurrt. Ich habe noch nichts gegessen. Wechsel das Thema. So beweist du ihr, dass es lediglich ein ehrlicher, kleiner Gedanke war, der dir so zwischen den Zeilen rausgerutscht ist. Dadurch, dass du das Thema sofort wechselst und ihr gar nicht die Zeit lässt, darauf zu antworten, hinterlässt du sie mit einem Gefühl von ich will mehr. Du erzeugst in ihr das Verlangen nach Aufmerksamkeit. Und zwar Aufmerksamkeit von dir. Den Fehler, den die meisten Männer machen, ist, dass sie nach einem Kompliment die Frau anschauen und schweigen. Du siehst heute echt toll aus. Frauen können das in unseren Augen sehen, wenn wir darauf hoffen, dass sie positiv reagiert. Wir müssen es schaffen, in einen Modus zu gelangen, in dem wir aus Herzen gerne geben. In dem wir geben, um zu geben und nicht geben, um zu bekommen. Wenn du diesen Zustand erreicht hast, dann flirtet es sich spielend leicht mit jeder Frau, weil du nichts erwartest und lediglich deine Wahrheit als Mann aussprichst. Es geht hier nicht um ein Regelwerk oder irgendwelche Strategien und Techniken und Taktiken, um sie rumzukriegen. Das ist alles Schwachsinn. Aber was vielen Männern, die zu mir ins Coaching kommen, fehlt, ist ein Leitfaden, um zu verstehen, wie du zu so einem Mann wirst. Und genau das gebe ich dir. Du fängst an, nicht mehr zu erwarten, nicht mehr zu brauchen, nicht mehr zu bedürfen, sondern zu sein. So wie für diese Männer, die das bei mir Gelernte direkt in die Praxis umgesetzt haben. Ich habe jetzt die Nacht ziemlich wenig geschlafen und dann waren wir oben auf dem Berg. Da habe ich sie dann genommen und als ich sie dann geküsst habe, sind wir übereinander hergefallen. Und auch wenn wir versucht haben, ein bisschen zu schlafen, hat sie weiter meine Nähe gesucht und meine Hand gehalten beim Schlafen. Danke, Andi, dass ich das
hier jetzt soweit mitgemacht habe. Ich glaube, sonst wäre das so gar nicht möglich gewesen. Die Frage, die ich aber verständlicherweise eingangs noch oft bekomme, ist, wie soll ich ihr denn zeigen, dass ich keine Erwartungen habe und unabhängig bin, wenn ich doch noch gar nicht unabhängig bin oder mich unabhängig fühle? Ja, was ist, wenn mir ihre Reaktion doch noch sehr wichtig ist? Alles gut. Indem du das Thema einfach wechselst, beeinflusst du dein Unterbewusstsein gleichermaßen. Denn wir reden nie mit nur einer Person. Wir reden immer gleichzeitig mit unserem eigenen Unterbewusstsein. Und indem wir ihm sagen, siehst du, hey, ich erwarte nichts zurück, ich bin doch schon längst beim nächsten Thema, fängt unser Unterbewusstsein dann auch an, das zu internalisieren und zu verstehen, dass wir tatsächlich unabhängig sind. Denn jeder von uns ist das, von Geburt an. Du bist schon längst ein unabhängiger Mann. Du darfst es nur wieder endlich realisieren. Wenn ich dich dabei begleiten soll, wunderschöne und intelligente Frauen entlang deiner Reise zu verführen, um eines Tages die richtige zu finden, dann bewirb dich fürs kostenlose Erstgespräch und ich bringe es dir Schritt für Schritt genau bei. Für mehr Informationen klicke hier.